Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Roleplay von Minecraft Dragorolia. Ja, ich habe mich hier ein bisschen weiter eingerichtet. Die Glocken habe ich jetzt zum Beispiel hier platziert und so weiter. Es ist klar, dass es momentan nicht so viele Leute gibt, die Minecraft zocken wollen oder einfach auf Servern sein wollen und so weiter. Deshalb sind wir jetzt gerade ein bisschen alleine. Es ist natürlich auch nicht gerade so die Zeit, wo alle spielen wollen. Am Abend kann ich dann nochmal eine Aufnahme machen. Aber das Wichtigste ist einfach, dass wir da schon mal etwas aufbauen können. Einfach werden die ersten, weiß nicht wie viele Parts, halt eher alleine sein. Aber wir können ja gut Roleplay machen. Oh, alleine auch und so weiter. Dann geht es schon. Und jeder darf mitspielen, nur kurz eine Bewerbung schreiben. Also wirklich nur schreiben, Name, Alter und ja, was ihr so machen wollt auf dem Server, was eure Ziele sind und ob ihr euch benehmen könnt. Also wirklich sehr wenig machen. Und dann könnt ihr schon auf den Server. Lass euch rein. Okay. Wusste ich gar nicht, dass ich nicht im Game-Mode bin, weil es automatisch jetzt übernimmt, wie man letztens ausgeloggt hat. Und deshalb, ja, ich schaue nie auf die Hungeranzeige oder so. Ich bin halt schon ein Pro und da muss man nicht mehr auf die Anzeigen schauen. So, scheinbar kann man Bienen mit Blumen züchten. Da muss ich jetzt noch mehr Blumen holen. Und ich hoffe, die bleiben auch. Und ich weiß nicht, wie man die Bienenhäuser baut oder abbaut. Also mit Sigtouch, ja. Aber wie, weiß ich nicht. Dann gehen wir mal zu Steppe wieder. Und farmen weiter. So, wir sind von der Wüste gekommen, dann gehen wir mal hier durch den Birkenwald, weil, ja, der andere, der Zockerprofi 04, der andere Owner, der war schon sicher in die Richtung gegangen. Deshalb gehen wir lieber in die Richtung. Jo. Ich habe gestern endlich alle meine Sportsachen kaufen können. Jetzt kann ich starten am 9. Januar mit Fußball. Und ey, ich bin sowas von glücklich. Ich könnte wirklich sowas von gut ein Ziel erreichen über Fußball. Es macht mich so gesund, Fußball zu spielen und ja, einfach mich fit zu halten und so weiter. Und deshalb ja, muss ich die Chance jetzt nutzen. Wenn ich schon beim FC Basel spiele, in der Dream Team Abteilung, dann ja, muss ich das auch dafür auch arbeiten, oder? Und aber es wird nichts an den Videos oder so ändern, außer vielleicht eventuell, dass die Videos erst gegen Abend kommen oder gegen in die Nacht hinein. Weil eben ja, ich dann am Nachmittag oder so meistens dann weg bin. Oder eben am Morgen dann nicht aufnehmen kann. Und ja, mal schauen. Wenn ich eine eigene Wohnung habe, kann ich natürlich auch in der Nacht aufnehmen. Oder eben Livestreams machen. Wenn ihr also wirklich Livestreams wollt und so alles Mögliche, dann mache ich eigentlich den ganzen Abend Livestreams durch, die wirklich eine Qualität wie ein Let's Play oder so haben. Also keine Downtimes, also keine AFK-Times, keine faulen Herumsteh-Times, sondern wirklich immer wie ein Let's Play eigentlich eine Aufnahme, also immer halt, ja, so 2 Stunden oder 3 Stunden. Immer durchgehend Party, Rollenplay und so weiter. Gut, und ja, ich bin eigentlich recht motiviert auf alle Spiele momentan, die ich so Let's Play und so, kann ich wirklich die mega lange zocken. Das war ja vor ungefähr 2 Monaten noch nicht so. Da hatte ich mir meistens nur GTA Online gezeigt und die anderen habe ich eher gelivestreamt und so.
und war nicht so motiviert. Aber jetzt bin ich wieder richtig motiviert. Also seit ich aus dem Krankenhaus wieder rausgekommen bin, habe ich gesagt, ja, man muss halt auch ein bisschen selber an sich arbeiten. Den Spaß auch wiederholen, weil man hat schon gelangweilt war im Krankenhaus. Wir haben hier sehr viele Tulpen, die sind sehr selten, finde ich. Also, ja, man findet die Biome halt einfach zu selten. So, also, sammle ich mal hier alle Tulpen ein. Ja, komm, nehme ich doch alles mit. Ich bin der Blumenfetischist. Ich bumse mit Blumen. Nein, ich mag irgendwie Blumen nicht so sehr, wie es sich andeutet im Spiel. Aber im Spiel sind einfach Blumen auch wichtig. Also für Künstler, für Leute, die gerne färben, wie ich, ist es natürlich wichtig. Deshalb müssen wir die auch schon ein bisschen einsammeln. Ich werde jetzt auch mehr meinen und so nebenbei, wenn ich Zeit finde. Dass ich das jetzt euch nicht immer zeigen muss und so. Und dass wir auch mehr machen können. Also jetzt einfach mal alles Blumen einsammeln dieses Mal. Weiße Pferde, halt in der Farmwelt. Ihr müsst halt immer in der Feld, wo ihr die haben wollt, die holen, die Pferde. Und ich habe jetzt auch keinen Sattel. Mist. Der Sattel ist in der Kiste bei den Pferden. Die wir geholt haben, die grauen. Oh ja, die... Was sind das für, wie heißen die? Kornblumen, die muss ich unbedingt haben. Die geben auch blauen Farbstoff, aber ja doch. Ja, wir sind halt rotes Reich, oder? Also wir sind die Wikinger-Piraten. Die neutrale Fraktion sozusagen. Wir haben auch geplant, eine böse Fraktion und eine gutmütige Fraktion zu bauen. Aber ja, wir haben uns für die neutrale Fraktion entschieden. Aber es werden alle Krieg haben. Es ist nicht neutral, ja, man hat keinen Krieg oder so. Es werden alle Kriege mehr haben, weil wir eine Airfire-Welt machen. So. Jetzt hören wir aber auf, wenn ich den ganzen Part hier Blumen können. Das ist nicht so toll. Ja. Ich habe leider heute ein bisschen eine Erkältung oder so etwas. Aber es geht eigentlich. Wenn wir so viele haben, dann nehmen wir die doch auch noch kurz mit. So. Ich schaue mir kurz in Höhlen noch. Aber okay, ja. Wir brauchen Leder für den Zaubertisch. Also dann mache ich bis zum nächsten Part mal ein bisschen vorwärts hier mit dem Farmen von Diamanten und der Kühlschlacht, also fürs Leder. Und werde dann im nächsten Part dann den Zaubertisch eventuell machen. Also die Bücherregale einfach platzieren und den Zaubertisch platzieren. Genau. Dann haben wir auch wieder das geschafft und das Gebirge sieht mega cool aus. Wow. Ja, ich habe jetzt das Gefühl, Biome, die so ein bisschen etwas haben, wie zum Beispiel Tiger Hills oder das andere Gebirge da, Steppen Hills und so, sind häufiger geworden. Da haben sie schon gut etwas gemacht. Weil das ist natürlich schon wichtig, dass man Abwechslung hat. Und ja, Minecraft, der World Editor hat jetzt noch nicht so viel Abwechslung, weil viele Gebiete einfach immer zu selten sind. Eigentlich immer ständig Ebene, Gebirge und Wald ist oder so. Immer so die einfach viel zu häufig sind. Aber ich bin immer noch mega motiviert, einfach die Gegend zu erkunden. Weil man hat immer Spaß, wenn man ja, neue Biome findet. Also Biome, die man schon längere Zeit nicht mehr gefunden hat. Es ist einfach so ein Kick, so eine Motivation, wenn man weniger Abwechslung hat in der Map, oder? Und das finde ich eigentlich immer mega cool. Deshalb spiele ich so viel Minecraft. Das müsste eigentlich bei anderen Spielen auch so sein. So zufallsgenerierte Welten. Wenn zum Beispiel
Geht ja online, ist mega langweilig schon, weil ich alles kenne. Ich habe jetzt vor 1,5 Jahren eigentlich noch nichts gekannt, weil ich nicht so viel GTA Online gezockt habe. Und dann innerhalb von 1,5 Jahren eigentlich ziemlich alles auswendig gelernt durch so Hide and Seeks und so mit Kev. Ja, das waren coole Livestreams. Es ist eigentlich nicht gerade so ein gutes Spiel, Hide and Seek, aber es ist einfach so mega motivierend. Ich schaue immer wieder Leute, also so Gamer an, YouTuber, wo Hide and Seek machen. Aber leider sind sie meistens zu kindisch für mich, wenn sie Hide and Seek machen. Und deshalb, wenn ich da mehr Community habe, dann werde ich natürlich auch mehr Hide and Seek und so spielen. Also, wenn jetzt ungefähr 5 Leute auf dem Server sind, werde ich Hide and Seek anfangen, ein bisschen in den Livestreams und so. Können die dann mitspielen? Das ist das Problem, wenn ich dann livestream, dann seht ihr, wo ich bin. Ich weiß, dass ihr betrügt. Nein, nein. Aber es gibt halt viele, die betrügen müssen. Ich finde das Leben schon genug leicht. Da muss man nicht noch betrügen müssen. Ja, aber viele brauchen halt den Erfolg, weil sie einfach sonst keinen Schwanz haben. Ach ja. Aber ist eine schöne Gegend, hey. Wow. Es ist mal motivierend, hier durchzulaufen. Aha. Nach 10 Jahren Minecraft ist es natürlich schon ziemlich öde, manchmal durch die Gegend zu laufen. Aber so macht es richtig Spaß. Es ist richtig toll generiert hier in der Farmwelt. Okay, in der Dingwelt auch, in der Freebuild-Welt, das finde ich so cool. In der Freebuild-Welt hat man mega geile Gebirge am Spawn und eben der mega Tigerwald. Einfach richtig cool. Ich sollte vielleicht auch mal ein Pferd holen, ja. Dann muss ich zurück in die Steppe gehen. Und dann sind wir nach Norden gelaufen, Richtung Birkenwald. Dann hole ich mal da noch ein Pferd und dann können wir dann mal ein bisschen besser und schnell erkunden. Schon Level 23 und kaum Gegner besiegt, nur Pet, also die Tiere. Das finde ich so cool, dass es so schnell geht mittlerweile. Okay, wir haben noch genug Zeit. Super. Bei YouTube hat momentan Probleme, wenn ihr ein Video mehr als 30 Minuten macht, braucht ihr einfach mal so viermal so lange zum Hochladen. Deshalb mache ich jetzt eigentlich immer 25 Minuten Parts. Und jetzt haben wir noch 13 Minuten Zeit. Zum noch ein bisschen mehr erkunden oder weiß auch nicht, was wir machen sollen jetzt. Eigentlich möchte ich jetzt mal hier mein. Mache ich mal einen Mein-Punkt. Noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Machen wir gleich mal hier den Mein-Punkt. Ja, vielleicht ein bisschen tiefer. Jo. Jetzt habe ich gar nicht so viel Rollenspiel heute gemacht. Ja, das ist ja. Ich spiele sozusagen Endgame und rede mit euch, als würde ich jetzt hier mit vielen zusammen sein. Das ist ja auch Rollenspiel. Aber das richtige Rollenspiel kommt halt an erst, wenn ihr mitmacht, also wenn jemand mitmacht. Also. Dann. Kein Monster mehr. Gut. Dann werden wir erstmal. Ah, wir haben Fleisch jetzt. Das ist sehr gut. Also. Jetzt muss ich die Kisten finden. Da oben ist Nahrung. Ja, die Nahrung habe ich natürlich. Da drüben.
Was brauchen wir? Spitzhacken und so. Mein provisorisches Lager. So, genug Blumen haben wir eigentlich jetzt. Ja. Völliges. Also noch nicht gut sortiert. Machen wir doch mal zu Fleisch. Mal ein Lagerfeuer machen, vielleicht. Ja, das machen wir dann später. So langsam löst sich wieder der Schleim. So. Das blöde Zeug lassen wir drin. Schere brauche ich momentan nicht. Ofenkartoffeln können auch hier bleiben. Und ja, graben wir uns hier runter. Ja, ich sollte schon zwei. Ja, dann werde ich hier mal ein bisschen eben farmen, bis ihr ja, den nächsten Part bekommt. Und ja, eben, ihr dürft gerne mitspielen, ihr findet den Spaß. Also es sind halt viele immer wieder so ein bisschen nachdenklich. Ja, lohnt sich jetzt bei einem nicht gerade so beliebten YouTuber schon, also nicht so bekannten YouTuber, schon mitzumachen in den Servern. So, ja, es lohnt sich bei mir auf jeden Fall. Weil ich bin auch einer, der gerne höhere Ränge vergibt, wenn wirklich Leute aktiv sind und so. Und ja, ich brauche natürlich auch die Leute. Und dann habt ihr natürlich etwas sehr Gutes bei mir, wenn ihr aktiv bleibt. Ja, meine Zuschauer sind halt noch nicht so aktiv oder wollen jetzt einfach gerade nicht so aktiv sein. Gibt halt immer wieder Jobs und ja, andere Beschäftigungen, die halt einfach nicht so aktiv einen machen, aber wenn ihr eben Aktivität sucht, wenn ihr irgendwas machen wollt, was euch Spaß macht und so, kann ich euch eigentlich sehr gut helfen. Ja, leider haben wir hier schon Ding, aber wir sind, glaube ich, unten. Okay, dann gehen wir doch gleich mal nochmal hoch. 10. Sollen wir bei 10? Ja. Komm. Gehen wir mal in die Richtung. Die Entscheidung ist immer schwer. Aber weil wir hier ja runterkommen, können wir hier in die Richtung auch schon mal ein paar Sachen. Ja, das ist das Problem, dass einfach die Lava jetzt. Dankeschön, liebes Spiel. Du kannst aber gut die Items irgendwo hinwerfen, ey. Also, dann machen wir auf 11. Weil 11 ist eigentlich meine Lieblingsposition, aber sie ist nicht immer so sehr wirksam, weil man ist hier, glaube ich, auf 13 hier oben. Ja, müsste 13 sein. Und dadurch findet ihr halt einfach bei 13 weniger Diamanten als bei 11 oder bei 12. Und deshalb ist eigentlich 10 besser, aber die Lava nervt halt euch dann immer. Das könnt ihr machen dann, wenn ihr also effiziente Farmen wollt und auch Feuerschutz habt oder ja, eigentlich Lavaschutz. So, ich schaue noch mal kurz. Ja, noch 5 Minuten, das ist sehr gut. Minecraft ist eher ein gemütlicheres Spiel, da muss ich natürlich öfters ein bisschen schauen, dass ich die Zeit einhalte, weil YouTube ja so streikt, immer schlechter wird, habe ich so das Gefühl. Studio immer wie langsamer wird und ja, die Einstellungen immer schwer sind zu bearbeiten, bin ich eigentlich irgendwie nicht mehr so glücklich mit YouTube. Und ich schaue eben auch kaum mehr Videos auf YouTube.
Weil ich einfach nicht mehr motiviert bin, ja, so Trash-Content anzuschauen. Also, es kommt immer wie mehr Trash raus. Finde ich nicht auch, dass man immer wie schwer hat, ja, neue YouTuber zu finden und, ja, gerne zu haben. Weil viele halt die ganze Zeit nerven mit Werbung und so weiter. Weil ich bin einfach ein Vorbild zu mir selber auch. Also, wenn es mich doch stört, Werbung zu sehen, wieso mache ich dann nicht auch keine Werbung, oder? Ihr wollt es ja selber auch. Werbung ist einfach dazu da, um euer kleiner Ego und eure Beliebtheit, also nicht Beliebtheit, eher Bekanntheit zu steigern, aber senkt eure Beliebtheit extremst. Also es lohnt sich nicht, dieser Austausch lohnt sich nicht, Werbung zu schalten und so weiter. Ich weiß, dass ich, wenn ich jetzt wie auf YouTube keine Werbung schalte, einfach nicht nach oben komme, also nicht so gut hochkomme. Und deshalb wäre es natürlich schon gut, wenn man natürlich Leute hat, die einen unterstützen und nicht Werbung schalten muss, deshalb. Also da könnt ihr sehr viel mithelfen. Ich weiß, dass viele auch nicht so oft lange schauen bei mir. Ihr dürft gerne ein bisschen länger schauen. Ich unterhalte euch hoffentlich auch. Und wenn nicht, gebt mir Kritik, sagt ja, ich bin zu wenig interessant für euch. Und können wir das auch ändern? Und wir finden gerade gut Diamanten. Wenigstens noch ein Part. Wir schauen mal nach einem Backpack-Plugin oder so. Leider habe ich da bei SNTSX, glaube ich, nichts gefunden. Das war ein anderes Plugin. Aber ja, das sind zwar immer zu klein. Minecraft. Mojang, hallo. Microdoof. Schade, dass Microdoof Minecraft gekauft hat. Seitdem geht eigentlich kaum mehr was. Ich glaube, das war 1.8, wo das erste Mal Microsoft, also von Microsoft der Patch kam. Und seitdem ist ja eigentlich kaum mehr was pro Patches gekommen. Also sie haben wirklich aufgehört, eigentlich so richtig zu entwickeln. Dieses Update mit den Bienen. Ein paar Bienen, ein paar Blöcke, fertig. Finde ich echt schade, weil mich motiviert es, wenn die Entwickler immer mehr machen, weil sie immer wie größer werden. Und nicht irgendwie größer werden und immer wie weniger machen. Was machen denn die den ganzen Tag? Kaffee trinken. Bei Google trinken die eigentlich ständig immer Kaffee, hocken auf Sofas, müssen eigentlich nichts arbeiten, den ganzen Tag nichts arbeiten. Und das ist natürlich schon ein bisschen, ja, zweifelhaft. Also ich bin immer so einer, der sagt, ja, wenn da eine Institution, also ein Entwickler, zu groß wird, macht er nichts mehr, also muss ich ihn auch nicht mehr unterstützen. Und das ist wirklich so. Also was jetzt zum Beispiel bei Rockstar Games passiert ist, dass die einfach nichts bringen von Red Dead Redemption 2. Kein Content. Nur ein paar Missionchen und so. Wieso soll ich das Spiel kaufen für 90 Euro in der Ultimate Edition? Wieso sollte ich überhaupt das Spiel verfolgen? Ich brauche keine News, wenn keine News kommen. Und das ist so eine Sache, oder? Man muss halt einfach intelligent denken, dann pusht man nicht ja, schlechte Entwickler, sondern gute Entwickler. Einfach mal ein paar Indie-Games genießen oder so. Und dann geht es natürlich auch schon viel besser mit dem Spaß. Eigentlich ist jeder Mensch selber für den Spaß und für das Leben verantwortlich und nicht andere. Also andere jetzt unbedingt pushen, die euch nicht gefallen oder so, müsst ihr nicht. Lieber Leute pushen, die euch gefallen. Und ja. Und seitdem ich das mache, also zum Beispiel Chainax helfe ich immer gerne, bin ich einfach ein glücklicher Mensch. Da bin ich wirklich gerne ein Unterstützer. Und ich unterstütze mega viele Personen. Und ich könnte jeden unterstützen, der mich auch unterstützt oder so. Also viel mehr sogar unterstützen.
Das ist einfach zurückgeben, was die Menschen heutzutage einfach nicht mehr haben. Die Menschen müssen wieder lernen, das, was sie bekommen, auch wieder zurückzugeben oder anderswo zurückgeben. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Apfel möchtet, dann holt ihr den Apfel von einer Person, aber gebt eine Birne zurück. So meine ich das. Einfach ein bisschen tauschen, ein bisschen das Leben miteinander genießen und dann wird alles auch besser wieder. Und ich sehe einfach immer wie mehr unglückliche Spieler. Leute, die einfach keinen Spaß mehr haben. Und so in einer Depri-Welt zu leben und dann einfach die ganze Zeit leben müssen, weil die Leute sagen, ich sei Depri, ist einfach nicht fair, oder? Also, ich habe halt einfach viel Pech in meinem Leben, oder? Und deshalb habe ich auch noch nicht so viele Abonnenten und Zuschauer und so. Das ist so eine Sache, oder? Wenn ich jetzt Glück hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt besser als Gronkh oder so, weil ich habe früher angefangen als Gronkh mit Videos und mit gleichen Videos. Gronkh war eigentlich sozusagen mein Lehrling und ich habe ihn eigentlich ständig unterstützt wegen den Minecraft-Let's Plays. Ich bin eigentlich so der Motivateur, dass er ja, ungefähr 1000 Parts gemacht hat und dann später noch mehr gemacht hat. Sonst hätte er noch irgendwie 20 Parts wahrscheinlich aufgehört mit Minecraft. Aber ich finde es schade, dass ich einfach, weil ich dabei war, weil ich ein bisschen aktiver war als andere, keinen Spaß, kein Glück habe. Ich finde es einfach gemein, oder? Und jetzt ist es 10 Jahre später bald und es hat sich einfach nichts gemacht. Die Welt ist einfach sehr unfair. Und deshalb, ja, kann ich nichts weiteres machen, als selber an mir arbeiten, selber besser zu werden. Halt trotz Krankheiten, trotz Problemen. Ja gut, das ist jetzt der Part. Ja, 27 Minuten lang. Bis zum nächsten Part. Dankeschön fürs Zuhören und ja, viel Spaß mit anderen Dingen. Nehmt, bringt den Spaß zu euch und ja, dann wird es auch wieder besser. Hoffentlich geht's aber euch trotzdem gut. Tschüss.